Ich müsste mal ein präfrontaler Cortex-Counter einbauen. Die linke Seite des präfrontalen Cortex soll den präfrontalen Cortex. Ciao zusammen! Willkommen zur dritten Folge von Dr. Kawashimas Gehirntraining für Nintendo Switch. Und ich werde jetzt am Anfang ein bisschen auf Kommentare eingehen und so. Und ich blende mal da die Zeit ein, wann ich mit den Übungen beginne. Aber jetzt erstmal auf die Kommentare eingehen, weil die ersten beiden Folgen kamen ziemlich gut bei euch an. Es gab viele nette Kommentare, zum Beispiel vom Ufuk, vom Kufu. Das hat mich ziemlich gelobt und das habe ich sehr gefreut. Und dann habe ich noch ein bisschen andere Kommentare. Zum Beispiel habe ich in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, wofür der rechte Joy-Kanal verwendet wurde. Und da habe ich natürlich das Pulsmessen von Ring Fit vergessen, natürlich. Genau, danke für die Kommentare. Wer ist Felix? Dann hat Let's Play Marlon schön gesagt, es gibt zwei DS-Teile, ein 3DS-Teil und jetzt gibt es den vierten Teil der Reihe für die Nintendo Switch. Das wusste ich gar nicht, ich kannte die Reihe eigentlich kaum vor diesem Nintendo Switch Game. Und Compilation Gruppe hat geschrieben, dass man mal so TAS-Runs ansehen soll. Also TAS, TAS steht für Tool-Assisted Speedruns. Also so Speedruns, die man quasi Frame für Frame programmieren kann. Und da gibt es manche wirklich sehr, sehr unterhaltsame Runs. Ich verlinke mal vielleicht ein Beispiel oder vielleicht mehrere Beispiele in der Beschreibung, falls ich es nicht vergesse. Und dann gab es auch diese Sache mit der Schreibweise von der 4. Und da haben sehr, sehr viele geschrieben, dass sie die 4 geöffnet schreiben. Ich glaube, es gab nur eine Person, die gesagt hat, sie die geschlossen schreibt. Aber ich habe es gelernt, dass man sie geschlossen schreibt. In einem Zug, oder? Da auf der Switch einfach mit einer Bewegung von unten, oben so. Es geht auch viel schneller als so, oder? Die meisten Leute machen es ja scheinbar so, als eine geöffnete 4. Aber ich mache sie so und so geht es auch viel schneller. Also ich weiß noch in der Schule, in der ersten Klasse haben wir so die Zahlen gelernt, also die Ziffern zu schreiben. In der allerersten Klasse gab es eine Doppelseite, auf der linken Seite war so ganz groß die Zahl, auf der rechten Seite musste man die Zahl irgendwie so, wie bei einer Strafaufgabe quasi die ganze Seite voll mit der Zahl schreiben. Und bei der 4 gab es zwei Seiten. Bei der einen Seite war die geöffnete 4, bei der anderen die geschlossene. Und ich wusste doch, dass die Lehrerin gesagt hat, ja, bei der geöffneten 4 regnet es ja rein, weil das ja offen ist. Deshalb mussten wir diese Seite zukleben und dann nur noch die geschlossene 4 lernen und zu schreiben. Und ja, jetzt habe ich einfach die geschlossene 4 gelernt und ich schreibe nur noch die geschlossene 4. Aber scheinbar ist es wahrscheinlich nur in der Schweiz so, weil die meisten Zuschauer kommen ja aus Deutschland. Irgendwie nur 3 bis 4% aus der Schweiz. Mein YouTube Analytics habe ich mal nachgeschaut. Und irgendwie international ist die geöffnete 4 als Handschrift irgendwie viel verbreiteter, was ich nicht so wirklich verstehe. Aber was auch eine andere Sache, die in der Schweiz scheinbar anders ist, ist, wenn man große Zahlen schreibt. Also zum Beispiel Milliarden, Millionen, macht man immer, so gruppiert man immer so drei Zahlen miteinander, damit man das ein bisschen besser lesen kann. Und in der Schweiz machen wir da einfach oben ein kleines Apostroph. Und in Deutschland oder so habe ich viel gesehen, dass man einfach einen Punkt macht unten. Und das finde ich mega verwirrend, weil das sieht dann sehr ähnlich aus wie der Dezimalpunkt, das Komma. Also zum Beispiel ein Siebtel ist 0,142857. 0,142857. Der Song von Dorf Fox, ja, aber eben das Komma. Und das ist dann Punkt und Komma, das finde ich dann manchmal ein bisschen verwirrend. Deshalb finde ich die Schweizer Variante viel besser mit den Apostrophen oben. Aber scheinbar ist in Deutschland dann mit dem Punkt und so. Gut, aber jetzt habe ich schon viel zu viel um den heißen Brei herumgeredet. Danke für eure Kommentare. Und ich habe beim Video gesehen, dass da links beim Bild, dass das ein bisschen leer ist, da über meinem Kopf. Und deshalb nehme ich da mal mein Formelbuch und packe da ein bisschen schöne mathematische Gleichungen mit Integralen und so hin, damit es ein bisschen intelligent aussieht. So, das ist gut im Bild. Vielleicht packe ich da in jeder Folge etwas anderes dahin, aber irgendwie muss man diese Fläche da oben links ein bisschen nutzen. So, guten Abend, Steve. So, ist alles gut zu sehen im Bild? Ja, die Joy-Con ist auch so. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Schön, Sie wieder zu. Ich muss die Stimme ein bisschen verstellen. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, das war schon alles. Okay, ich glaube, genau, ich habe noch nicht geübt. Ich glaube, letztes Mal haben wir das gemacht und jetzt mache ich mal das. Nicht die Bazillenjagd, sondern das andere. Okay, Zeitung lesen habe ich gar nicht gemacht. Rechnen 25. Ah, das habe ich schon mal gemacht, aber ich glaube, ein bisschen Übung schadet das sicher nicht.
Platzierung, okay. Regel, genau, das habe ich ja schon. Okay, dann beginnen wir das. Okay, 0 mal 7 ist 0, 5, 6, 5, das gibt 16, es gibt 0, 5, 5, dann 1 und dann diese 4, weil es gibt 13, das gibt 4, jetzt hat es so erkannt, okay. 17 minus 9 gibt 8, das gibt 9, es gibt 5. 5, das gibt 0, das gibt 28, das gibt 1, 2, 4, 13. 1 läuft schon viel besser als letztes Mal. 21, 9, 10. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Kein Fehler. 42 Sekunden. Ja, keine Strafsekunden. Ich glaube, das kann sich durchaus sehen lassen. Gestern auf meinem zweiten Account. Da, ich kann mal ranzoomen. Da hatte ich über eine Minute. Ja, das war eigentlich relativ schlecht, aber das ist jetzt gut, würde ich mal so sagen. Radfahrer, was heißt das? Versuchen Sie demnächst, diesen Rekord zu verbessern. Rechnen 25 ist eine Übung, die Ihren präfrontalen Kortex aktivieren könnte. Sie könnte ganz allgemein Ihr Gehirn trainieren. Ein kleiner Tipp zum Thema Gehirntraining von meiner Seite. Möglicherweise denken viele Leute, ich trainiere Rechnen und lautes Zeitungslesen. Aber heißt das nicht, dass ich nur beim Rechnen und beim Vorlesen schneller werde? Einige Studien legen nahe, dass das kontinuierliche Üben von Rechnen und Vorlesen nicht nur auf diesen Gebieten Selbstverbesserung bewirkt, möglicherweise stärken sie so die exekutiven Funktionen im Gehirn und beschleunigen zudem Verarbeitungsprozesse. Da 2013. Der Gehirnzustand wird also gewissermaßen übertragen. Es ist genau dieses Konzept, das die Übungen dieser Software zu nutzen versuchen. Hier ist Ihr Stempel für heute. Yes! Stempel. Sie haben nach 2 Tagen Stempel angebracht. Das heißt, Sie haben eine neue Übung freigeschaltet. Doppelherausforderung. Probieren Sie die mal aus. Okay, so schaltet man also neue Übungen frei, indem man einfach mehrere Tage spielt. Ich habe mal eine Review von GameXplain gesehen, dass man irgendwie 18 Tage braucht, um das alles freizuschalten. Weiß nicht, ob man das Datum von der Switch umstellen kann. Eigentlich sollte es ja gehen, weil man sollte das Spiel ja eigentlich auch offline spielen können. Also eigentlich könnte man ja das Datum wechseln. Aber egal, ich will was anderes machen. Zeitung lesen, genau, Doppelherausforderung. Da schaue ich mir dann nachher an, jetzt Zeitung lesen. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Laut von 1 zu 120 zählen von der letzten Folge, nur halt in einer Zeitung. Genau. Lesen Sie laut und so schnell wie möglich versuchen Sie, einen Artikel pro Tag zu lesen. Scrollen Sie den Text, indem Sie den Finger in den Touchscreen führen. Führen, ja, nicht so gutes Wort. Berühren Sie nach dem Lesen sofort Ende. Ach, falls Ihnen peinlich ist, wenn Sie jemand hört, können Sie ruhig auch im Stillen lesen. So, was soll ich so vor, man spielt das in der Bahn und dann liest man das so vor und alle Leute schauen so, was macht ihr da? Oh mein Gott, so. Ein bisschen ein seltsames Gefühl. Vielleicht mache ich das mal in der Bahn, aber dann leise. Und man macht dann immer noch dieselben motorischen Bewegungen, auch wenn man es leise macht, einfach. Der Mund bewegt sich dann immer noch gleich. So. Also, fangen wir an. Okay, aber ich habe noch gar nicht die andere Übung gemacht zum Vorbereiten. Habe ich vergessen bei der ersten Übung. So tief durchatmen muss ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich sehr, sehr entspannt. Ja. Also, Kamera passt alles. Mathematische Formen sind immer noch da. Ich gehe perfekt auf eine andere Seite. Da ist ein schönes Herz. Sieht man das? Das ist ein schönes Herz. Das ist doch auch schön. Schöne Mathematik. So. Okay, alles ist im Bild. Start. 73. Unter Fernsehaugen von Elternteil zu Elternteil, Nacht für Nacht werden Probefahrten veranstaltet. Schwere Lastwagen, leichte PKW rollen in Kolonnen über die neue Brücke. Ingenieure kontrollieren minutiös jede Schwingung des strahlenden Riesen. Nun ist es soweit, an diesem Montag, den 50. Jahrestag der Türkischen Republik, wird die viel größte Hängebrücke der Welt eröffnet, die Asien und Europa über die Bosporus verbindet. Wer bisher vom europäischen Teil der Metropole auf die asiatische Seite übersetzen wollte, musste sich zunächst durch den brodelnden Kessel an goldenen Horn und Fähre durchboxen, dann an die Anlegestelle, womöglich stundenlang in qualmenden Kolonnen warten. Der Lastwagenfahrer traf es am übelsten. Nicht selten mussten sie mehrere Tage warten, ehe sie auf einem Fährschiff Platz fanden, Tonnen von Obst und Gemüse, für das sie den Markt erreicht hatten. Was?
Und der Fernsehaugen von Echtheit zu Echtheit. Nacht für Nacht werden Probefahrten veranstaltet, schwere Lastwagen, leichte PKW rollten, Kolonnen über die neue Brücke, Ingenieure kontrollierten minutiös jedes Schwingen des strehenden Liesen. Nun ist es soweit, an diesem Montag, dem 50. Jahrestag der Türkischen Republik, wird die viertgrößte Hängebrücke der Welt eröffnet, die Asien und Europa über den Bosporus verbindet. Wer bis vom europäischen Teil der Metropole auf die asiatische Seite übersetzen wollte, musste sich zunächst mit dem roten Kessel an goldenen Horn zu Fähre durchboxen und dann an der Anlegestelle womöglich schon lang in Kolm mit den Kolonnen warten. Die Lastwagenfahrer traf es am übelsten. Nicht selten mussten sie mehrere Tage fahren, da sie auf einem Fährschiffplatz fanden, Tonnen von Obst und Gemüse verdarben, so als sie den Markt erreicht hatten. Es hat mich mega verwirrt, dass man das noch ein zweites Mal lesen wollte. Das war so unerwartet. Oh, aber die beiden Durchgänge waren fast exakt gleich. Fast exakt gleich. Nur, jetzt kommt Kopfrechnen. 17 Hundertstel Sekunden, oder? Unterschied. Und beim zweiten brauchte ich ein bisschen länger, weil ich am Anfang noch sehr, sehr überrascht war, aber dann war ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Silben pro Sekunde 6,3. Silben pro Sekunde. Oh, krass, das habe ich noch nie gehört. Silben pro Sekunde. Auto. Heißt das, da war ich jetzt gut, weil im Vorigen hatte ich Fahrrad und jetzt Auto. Gibt es dann Formel 1? Wagen oder so. Gibt es uns auch noch so etwas? Oder Lichtgeschwindigkeit? Gibt es da verschiedene Stufen? Okay, das war, glaube ich, schon mal ganz gut. Ein weiterer Stempel. Also kann man mehrere Stempel pro Tag sammeln? Ah ja. Ah ja, stimmt. Da ist jetzt seine 2 unten rechts. Sieht man das? Ja. Das ist seine 2. Okay. Alles gut. Sudoku. Machen wir noch Sudoku? Wie lang ist die Folge? Ja komm, machen wir noch Sudoku. Und dann machen wir in der nächsten Folge das, was ich jetzt freigeschaltet habe. Sudoku ist ein Puzzle, bei dem sie die Ziffern 1 bis... Ja, das weiß ich, ja. Ja, genau. Genau, nicht zweimal. Ja, genau, nicht zweimal und in 3x3 Blöcken. Genau, nicht zweimal. Genau, ja, ich kenne es. Nun zur Steuerung. Berühren Sie ein Feld und dann unten hinschreiben. Wählen Sie die Zahlen neben Notizen, um sie mit Hilfe kleiner Zahlen Notizen zu machen. Herr, wie geht das? Ich muss das schon anschauen. Ach so, alles klar, ich kann mal da schnell ranzoomen, da kann man dann Notizen, eine Zahl auswählen, dann ist sie da ganz, ganz klein angezeigt, so. Also dieses Zoom-Feature mit dem Doppeltipp auf den Home-Button ist ziemlich praktisch, aber das muss man zuerst in den Einstellungen aktivieren, weil fast in jedem Video, wo ich das mache, fragt jemand in den Kommentaren, wie das geht, aber das muss man in den Einstellungen zuerst aktivieren. So, jedes Feld kann bis zu 9 Zahlen Notizen enthalten. Berühren Sie die Rückgängeschaltfläche, um den letzten Schritt wieder zurückzunehmen. Berühren Sie Pause, wenn Sie das Spiel unterbrechen möchten. So, geht das auf Zeit? Oder wie? Okay, also ich mache mal zuerst mal leicht. Und was ist da? Anfänger. Also es gibt ein paar Tipps, aber ich will ohne Tipps. Oh nein, zurück. Also. So, gut. Leicht, und ist das jetzt auf Zeit? Oh, übrigens, oh mein Gott. Oh mein Gott, gibt es da viele. Okay, aber ich würde mal sagen, wir fangen gleich mit dem ersten richtigen an, oder? Oder nein, wir machen zuerst mal, ja, wir machen mal zuerst mal die erste Übungsaufgabe. Aber ich denke mal nicht, ich werde alles zeigen. So, da kommt die 5. Wow! Wow, was war das? Oh mein Gott, geistiges Alter, 2 Jahre. Okay, ist das jetzt wirklich so, 1, 2, 3, na. So, die 4. Ist das einfach nur die jeweils eigene Zahl? Okay, dann beschleunige ich das ein bisschen. So, das waren jetzt alle Übungsaufgaben, habe sie ein bisschen beschleunigt, denn sie waren eigentlich relativ einfach, nur bei einer hängt das ein bisschen bei mir. Und ja, dann mache ich mal die erste Aufgabe, aber ich denke mal, bei Sudoku werde ich nicht alles auf Video festhalten, weil bei allen Schwierigkeitsstufen gibt es dann, oh, noch da noch mehr. Okay, also, ich mache vielleicht jetzt ein bisschen bei leicht und mache vielleicht noch bei mittel. Also, keine Hilfe-Funktion und es ist auf Zeit, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Okay, also, da hier, die 2 kann da nicht sein, die 2 muss da sein,
So, dann die 3. Da könnte sie sein. Da kann sie nicht sein, wegen der 3. Okay, was fehlt da? Nein, nein. Eine 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlt auch eine 9. Das muss gehen. So, jetzt, wo mache ich weiter? Da hier eine 2, 3 kann da nicht sein. Die 3 muss da sein. Dann die 4 muss da sein. Alles ist erkannt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8 fehlt noch. Zack. So, da 1, 2, 3, die 4 da oder da. Ist doch unklar. Okay, also 5, 6, 7 kann da nicht sein, kann da nicht sein. Da muss die 7 sein. Nein, die 7. Also 1, 2, 3, 4 muss in dem Fall da sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann muss da die 8 sein. Ja, eigentlich relativ easy. Das ist einfach Sudoku. Da hier, da kann die 1 nicht sein, da auch nicht wegen der 1. Dann kommt da die 1. 1, 2, 3, da oder da noch unklar. Was fällt noch? 1, 2, 3, 4. Die 4 muss da sein. Dann kommt da die 3. So, dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5 kann da nicht sein. Kann da nicht sein, also muss da die 5 sein. Nein. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 8 muss da sein. Wegen der 8. Dann muss die 9 demnach da sein. So, 1, die 2 muss da rein. Was fällt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann da 1, die 2 fehlt noch da. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, also fehlt dann noch die 3. So, in diesem 1, 2, 3, 4, die 5 muss da rein. Ah, die 5. 2, 3, 4, 5, dann muss die 6 da rein. Da geht es dann auch auf. Ja, dann da 1, 2 kann da nichts. Nein, ich mach mal weiter da. 1, 2, die 3 muss da rein. 1, 2, 3, 4, 5, dann fehlt da noch die 6. So, dann da fehlt die 1, die muss da sein. In der 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da muss die 7. Dann 1, 2 muss da sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, die 4 muss. Ah, die blöde 4. So, die 4 muss da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann da 1, 2, 3, 4, die 5 muss da rein. Also 1, 2, 3, 4, 5, dann muss da die 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann da 1, 2, 3, die 4 muss da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann fehlt da nicht mehr viel. Also die 1 kann da nicht sein, kann da nicht, also die muss da sein. Die 1, dann die 2 kann da, muss da sein. Dann die 3, ist schon da, die 4. Die 5 muss da sein, wegen der 5. 6, 7, 8, 9. Yes! Das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, vielleicht habe ich es ein bisschen beschleunigt. 4 Minuten. 4 Minuten und 2,58 Sekunden. Diese Aufgaben sind bravourös gemeistert. Das verdient meinen Respekt. Sudoku kann möglicherweise zu einer Aktivierung des präfrontalen Kortex beitragen. Na, ich müsste mal ein präfrontaler Kortex-Counter einbauen. Vielleicht gehe ich doch mal durch die restlichen Parts zurück und zähle die präfrontalen Kortex-Begriffe und mache am Ende vom Let's Play einen präfrontalen Kortex-Counter. Weil dieses Wort kommt viel zu häufig vor. Die linke Seite des präfrontalen Kortex soll den präfrontalen Kortex zu erhöhter Aktivität anregen. Präfrontalen Kortex analysiert zur Stimulierung des präfrontalen Kortex beizutragen. Den präfrontalen Kortex zu stimulieren, hier ist das Ziel nicht, den präfrontalen Kortex zu aktivieren. Das ist eine Übung, die Ihren präfrontalen Kortex aktivieren könnte. Aktivierung des präfrontalen Kortex beitragen. So, bla bla. Genau, da kann ich das machen. Noch ein weiteres Stempel für heute. Dritter Stempel. So, und ja, er sagt, lassen Sie das Training für heute beenden. Ja, ich wäre auch dafür. Also, bis morgen. So, ja, und auch da, bis zum nächsten Folge. Falls euch das Projekt gefällt, unterstützt es mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und ja, das Projekt macht für mich sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe für euch auch. Ja, also, lasst gerne Feedback in den Kommentaren da und ich habe eh schon weggeschaltet. Also, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.